ist wie viele andere Länder in der Region natürlich unter einem wahnsinnigen Druck durch das Bevölkerungswachstum. Muss ich einfach vorstellen, Ägypten hatte vor 60, 70 Jahren 18 Millionen Einwohner und heute 100 Millionen Einwohner. Und alle Systeme, Infrastruktur, Spitäler und medizinische Versorgung konnte da nicht schnell genug mitwachsen. Es gibt also kaum integrative Medizin, Komplementärmedizin oder irgendeine Vorsorge, wo den Menschen klar gemacht wird, dass Gesundheit eben nicht nur was rein Körperliches ist, sondern eben auch was seelisch und geistiges. Nun, in den letzten 43 Jahren haben wir vieles gemacht für unsere Sekem-Gemeinschaft, für die 2000 Menschen, die in Sekem arbeiten und lernen und gemeinsam leben. Und vieles gemacht für unsere Schüler in den Schulen, unsere Lehrer, unsere Studenten, unsere Professoren an der Universität. Das ist erstens natürlich, dass wir ein medizinisches Zentrum haben, was eine Grundversorgung für alle gewährleistet. Wir haben den Gesundheitsstatus unserer Mitarbeiter und der Menschen um uns herum natürlich durch dieses medizinische Zentrum deutlich gegenüber Ägypten verbessert. Aber mit konventionellen Mitteln. Wir haben erst jetzt in den letzten 2-3 Jahren wirklich angefangen, uns um integrative Medizin zu bemühen, uns um Vorsorge zu bemühen. Wir haben jetzt angefangen, mit Konvois die 13 Dörfer um uns herum zu besuchen und die Menschen dort mit zu versorgen. Wir haben angefangen, unsere Mitarbeiter durch Hygieneschulung und integrative Gesundheitsschulung besser vorzubereiten auf eine Pflege ihrer Gesundheit. Und natürlich kümmern wir uns um die Schüler in unserer Schule und Schulen um uns herum. Trotzdem ist noch viel zu tun. Und um dem wirklich auch den notwendigen Hintergrund zu geben, wissenschaftlichen, ärztlichen Hintergrund zu geben, haben wir dieses Jahr das Zentrum für integrative Gesundheit gegründet. Mit der Heliopolis-Universität, mit unserer pharmazeutischen Fakultät dort, mit unserer Physiotherapie-Fakultät dort. Und ich glaube, dass wir mit denen zusammen in den nächsten Jahren noch sehr viel besser unsere Community, die Sekem-Community, die Dörfer um uns herum, die 40.000 Menschen, die in diesen Dörfern wohnen, die Hunderte von Schülern, Lehrern und Tausende von Studenten und Mitarbeitern an der Uni versorgen werden. Was es dafür braucht in der Zukunft, ist natürlich viel Investition. Investition in Forschung, Investition in Menschen, in Bildung, in Ausbildung, Investition in Gesundheitsbewusstsein bei unseren Mitarbeitern. Dass der Gedanke, dass man eben Gesundheit nicht nur durch Medikamente bekommt, wenn man krank ist, sondern Gesundheit eigentlich erhält durch eine richtig gute Diät, dass man einen guten Lebenswandel hat, dass man sich bewegt, dass man in einem sozialen Umfeld lebt, in dem man gesehen wird, respektiert wird, geliebt wird oder dass man eben auch eine sinnvolle Arbeit macht. Und dass das alles mit Gesundheit zu tun hat, das ist natürlich noch ein Konzept, was wir weitergeben wollen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung. Das können wir natürlich alleine nicht schaffen und daher brauchen wir Hilfe, um dieses Projekt wirklich auch im nächsten Jahr weiterzuentwickeln und möglichst viele Menschen gut und nachhaltig gesundheitlich zu versorgen. Danke für Ihre Unterstützung dabei.